Am Mittwoch vor einer Woche hatte Wladimir Putin angekündigt, ich werde nur noch Zahlungen in Rubel für russisches Gas akzeptieren. Heute dann hat er das Dekret unterschrieben und es war lange Zeit ein ziemliches Verwirrspiel. Ja, wie ist das jetzt gemeint? Sind denn Zahlungen in Euro oder vielleicht in Dollar nach wie vor möglich jetzt für russisches Gas? Ja oder nein? Und es hat gedauert, bis sich das ein bisschen gelichtet hat, dieses Dickicht. Aber wir wollen uns das mal genauer anschauen, denn eigentlich, und das hat sich ja schon letzte Woche abgezeichnet, in der Erklärung, die damals Putin am letzten Mittwoch gegeben hat, der Dollar als Weltleitwährung hat ausgedient. Kann er das durchsetzen? Wir werden sehen. Zunächst mal diese Ankündigung von Putin, gleich die Reaktion von Scholz. Ja, die deutschen Firmen oder europäische Firmen müssen weiter praktisch vertragsgemäß in Euro oder in Dollar die ganze Geschichte mit dem russischen Gas bezahlen müssen. Ähnliche Szenarien hat oder ähnliches hat dann auch Le Maire gesagt, der französische Wirtschaftsminister, und hat gesagt, wir bereiten uns auf alle Eventualitäten vor. Ähnlich dann Habeck, der das mehr oder weniger auch gesagt hat. Ob die Deutschen wirklich so vorbereitet sind, sei mal dahingestellt, wahrscheinlich nicht. Jedenfalls sehen wir, dass Putin eigentlich hier in dieser Erklärung gesagt hat, Russia to halt gas contracts if buyers don't pay rubles. Okay, das würde ja darauf hindeuten, dass wirklich nur Zahlungen in Rubel möglich sind, aber die ganze Geschichte ist ziemlich komplex und ziemlich verwirrend. Putin scheint nicht zu verlangen, dass etwa westliche Käufer von unfreundlichen Staaten das Ganze wirklich in Rubel bezahlen. Aber sie müssen offenkundig ein Rubelkonto eröffnen bei der Gazprombank, können auf dieses Rubelkonto allerdings in Euro einzahlen. Dann wird diese Euro-Einzahlung konvertiert in Rubel. Das macht die russische Zentralbank. Und erst wenn diese Konvertierung abgeschlossen ist, gilt juristisch diese Zahlung als erledigt und das Gas auch wirklich bezahlt. Ja, was ist das jetzt eigentlich? Alexander Kluge hat mal gesagt, in Elend und Not bringt der Mittelweg den Tod. Also es ist so ein bisschen nicht Fisch noch Fleisch. Putin hat einigermaßen das umgesetzt, was er angekündigt hat, aber faktisch können ja westliche Firmen nach wie vor in Euro bezahlen. Also wo ist dann wirklich der Benefit? Er schließt sich nicht so wirklich ganz genau. Denn es ist so, dass faktisch ja diese Zahlung weiterlaufen kann. Jetzt haben allerdings deutsche Energieunternehmen in einer ersten Reaktion heute am späten Nachmittag gesagt, also wir werden uns das genau anschauen. Wir halten das eigentlich für einen Bruch bestehender Verträge. Unklar, ob man das machen wird, also ob man überhaupt jetzt weiter bezahlen wird, und damit wird die ganze Geschichte noch komplexer. Hier Forex Live sagt, ja, wo ist der Deal? Wo ist eigentlich jetzt der Unterschied? Kann doch alles weiter so laufen wie bisher. Okay, jetzt müssen sehr viele Firmen offenkundig bei dieser Gazprombank ein Konto eröffnen. Das ist ja eine interessante Bank, könnte man sagen. Wahrscheinlich hat man aber als deutsches Energieunternehmen etwa das Gas aus Russland ordert und dann bisher bezahlt hat, hat man ja irgendwelche Zahlkanäle, Bezahlungskanäle. Also es ist wirklich eine etwas schräge Geschichte. Jedenfalls hat hier ein Kommentar auf YouTube meine Aufmerksamkeit erregt. Nochmal kurz zu Putin, bevor ich diesen Kommentar hier ins Spiel bringe. Heute habe ich die Regel zum Gashandel mit unfreundlichen Staaten unterschrieben. Um Gas zu kaufen, müssen sie Rubelkonten eröffnen. Okay, keiner verkauft uns etwas kostenlos und wir wollen auch keine Wohltätigkeit betreiben. Transaktionen in Dollar oder Euro können blockiert werden, so der russische Präsident weiter. Können blockiert werden, müssen aber nicht. Das heißt, er behält sich vor, letztendlich einen Lieferstopp zu machen. Sagt also, okay, wenn mir das nicht passt, dann kann ich das unterbinden. Deutschland, Österreich, das haben sie heute in der gemeinsamen Pressekonferenz klar gemacht. Heute war ja der österreichische Kanzler da und der Finanzminister. Mit Habeck und Scholz haben sie da konferiert. Aber worauf zielt diese ganze Geschichte eigentlich? Wahrscheinlich auf den Dollar als Weltleitwährung. Hier dieser Kommentar, da wird nochmal wiederholt, dass eben hier diese Konvertierung dann von Eurozahlungen in Rubel passiert durch die russische Zentralbank, die dann aber wieder im Spiel ist. Und das ist ja genau der Punkt, die wollte man ja komplett rausnehmen. Jetzt kann der Westen vielleicht sagen, naja,
Also wenn jetzt dieser ganze Mechanismus ohne die russische Zentralbank nicht funktioniert und praktisch das eine Schwächung unserer Sanktionen ist und die Abkapselung der russischen Zentralbank war ja das Kernstück der westlichen Sanktionen, die wirklich ja auch wehgetan haben, mehr Schmerz verursacht haben, sicherlich als die Abkopplung einiger russischer Banken, ja nicht aller Banken. Die Gazprombank zählt nicht zu diesen sanktionierten Banken. Die G7, also die G7-Staaten, die westlichen G7-Staaten, wollen die Zahlung durch Euro und Dollar durchsetzen, so schreibt dieser Kommentar. Die Verträge haben wohl eine Ratio von 60% Euro und 40% Dollar. Putin will offensichtlich, wenn schon keine Zahlung direkt in Rubel möglich ist, den Dollar aus den Verträgen rausnehmen. Von Dollarzahlungen war nämlich bisher noch gar nicht die Rede. Werden wir denn wirklich Dollar annehmen? Es geht also hier nicht um Europa, es geht um die USA, die direkt angegriffen werden. Und da gibt es durchaus einige Indikationen dafür. Hier der Chef der Duma hat vorgestern gesagt, der Dollar hat aufgehört für uns bedeutend zu sein für Zahlungen. Wir haben alles Interesse an ihm verloren. Man hat gleichzeitig ja hier Zentralbank Goldkäufe gemacht. Also man versucht sozusagen eine indirekte Deckung des Rubels in Gold, würde auch andere Währungen akzeptieren, etwa den Yuan, Lira oder auch Bitcoin. Bitcoin-Kurs allerdings heute nicht davon profitiert. Also das deutet doch alles schon ziemlich klar in eine Richtung. Es geht um den Dollar. Jetzt gucken wir mal auf die Amerikaner. Joe Biden hat heute das wahrgemacht, was in der Nacht schon bekannt geworden ist, nämlich die Freigabe von strategischen Ölreserven, 1 Million Barrel pro Tag und das 6 Monate lang. Dann kommt man auf 180 Millionen Barrel. Das ist schon etwas. Es ist die größte strategische Freigabe der Ölreserven in der Geschichte der USA. Okay, das ist natürlich angesichts des Ölverbrauchs, den die USA haben, doch eher klein. Deswegen hat der Ölmarkt zwar heute Nacht reagiert, aber so richtig dann in die Knie gegangen ist er nicht. Trafigura, dieser Rohstoffhändler aus der Schweiz, dazu gleich mehr. Schweiz und Rohstoffhändler, das ist ein interessantes Thema. Da sagt man ja, also diese strategische Freigabe der Ölreserven, das wird den Ölpreis vielleicht kurzfristig drücken, aber langfristig wird es dazu führen, dass die Firmen weniger Interesse haben, wirklich Öl zu produzieren. Und also sagt man ja, morgen tiefere Preise, aber in 12 Monaten dafür dann höhere Preise. Das ist immer diese Geschichte mit diesen staatlichen Eingriffen. Die klingen zunächst mal gut und helfen vielleicht auch ein bisschen, aber der Schaden, der dann entsteht, der ist nicht unerheblich. Hier nochmal dieses Argument Dollar. Was ist jetzt eigentlich passiert? Wenn man mal 1 und 1 zusammenzählt, dann sehen wir, dass die russische Zentralbank Gold kauft, kein Gold verkauft, während die Amerikaner sozusagen jetzt an ihre strategischen Ölreserven gehen. Also das ist schon eine lustige Geschichte, könnte man sagen. Und hier ein Artikel in der Financial Times argumentiert, diese bisher nie gesehenen Sanktionen, die bedrohen natürlich den Status des Dollar als Weltleitwährung, der im Grunde seit dem Zweiten Weltkrieg unhinterfragt ist, unattackiert ist. Jetzt allerdings ist das so ein bisschen anders, wenn sich die Chinesen mit den Indern zusammentun. Zum Beispiel Indien hat ja diese Sanktionen nicht mitgetragen. Indien ist ein echtes Schwergewicht. Mit seiner massiv steigenden Bevölkerung dürfte bald das bevölkerungsreichste Land der Welt sein. Hat diese Sanktionen also nicht mitgetragen, hat profitiert von Discountpreisen, die man von den Russen für russisches Öl bekommen hat. Also das sind geopolitische Konstellationen, die sind hochinteressant, die sich hier ergeben. Heute haben auch Scholz und der österreichische Kanzler nochmal explizit gesagt, ja, Indien hätte sich noch nicht für eine Seite entschieden. Also man nimmt jetzt auch hier in Europa die Rolle Indiens, die zunehmende Bedeutung der Rolle Indiens immer stärker wahr. Und man nimmt natürlich auch wahr, dass die Energie ein zentrales Asset inzwischen geworden ist. Geht gar nicht anders. Wir sehen hier mal, wie stark etwa jetzt der Energiesektor outperformed hat. Selbst bei dieser Ölpreiskorrektur, die wir jetzt heute Nacht gesehen haben, ist das schon erstaunlich. Lange war Energie ja so ein bisschen das Stiefkind. Keiner hat sich dafür interessiert. Investments waren nicht nur unsexy, sondern auch politisch nicht gewünscht in fossile Energieträger. Wir kennen die Story der vergangenen Jahre und insgesamt sehen wir aber jetzt, dass natürlich dieses Energieumfeld, diese ganze Sanktionsgeschichte natürlich diese Inflation noch weiter befeuert. Und wir sehen immer, wenn wir eine zyklische Inflation haben, wenn wir also
deutlich steigende Verbraucherpreise haben, dann sehen wir Rückgänge in ökonomischen Aktivitäten. Hier sehen wir das, je höher, und das ist sozusagen der Economic Index blau, der sozusagen hier den Preisen folgt. Also je höher die Preise, umso stärker geht letztendlich die Wirtschaftstätigkeit zurück. Das ist ein Inversa-Chart hier, also praktisch umgedreht. Und wir hatten heute ja die Inflationsdaten PCE, Personal Consumption Expenditure, aus den USA ausgefallen wie erwartet. Dann waren die Daten aus dem Februar. Der Ukraine-Krieg hat ja am 24. Februar erst begonnen, also weite Teile des Öl- und Benzinpreisanstieges sind da noch nicht wirklich enthalten, aber wir sehen dennoch, dass eben die Ausgaben der Amerikaner deutlich schwächer waren als erwartet, rückläufig waren sogar. Also da sehen wir, die Konsumlaune der Amerikaner nimmt ab, und auf der anderen Seite sind zwar die Löhne gestiegen, gar keine Frage, aber die sind weniger gestiegen als die Inflation in den USA. Und hier ein Chart, der mal hier die Löhne zeigt unten und dazu die Zinsen, die Leitzinsen in den USA. Und wenn jetzt die Fed also hergehen würde und das tut, was normalerweise der Fall ist, nämlich dass sich die Löhne und die Zinsen relativ immer schön parallel entwickeln, dann müsste sie die Zinsen bis 4,5% anheben, um hier neutral zu sein, eine neutrale Rate zu haben. Und genau das haben ja die FED-Mitglieder in den letzten Tagen immer wieder gesagt. Wir wollen eine neutrale Rate haben, also dass die Geldpolitik weder wirtschaftsbremsend ist, noch wirtschaftsunterstützend ist. Derzeit ist sie ja derartig unterstützend, dass es schon kracht und die FED wahrscheinlich gezwungen ist, vielleicht sogar gezwungen ist, schon vor dem Mai, ist ja erst die nächste FED-Sitzung im Mai, das ist noch sehr, sehr lange hin. Am 12. April bekommen wir die CPI-Verbraucherpreisdaten, vielleicht schon gezwungen ist, vorher die Zinsen anzuheben. Insgesamt sehen wir aber schon auch zum Beispiel im Öl- und Benzinsektor, dass die Nachfrage der Amerikaner zurückgeht. Die fahren weniger Auto. Wir sehen hier, dass der Benzinverbrauch, der sich ja deutlich erholt hatte nach Ende des Lockdowns, dass der wieder latent rückläufig ist, eben weil die Preise so gestiegen sind an den Tankstellen, auch in den USA, und die sind vor allem seit Beginn des Ukraine-Kriegs gestiegen. Und JP Morgan, die Superbullen, die stellen sich nun hin und sagen, ja, guckst du, also wir werden in 2022 auf keinen Fall in den USA eine Rezession sehen, denn wir haben 6 Billionen an Stimulus gesehen unter Trump und unter Biden, und mehr als die Hälfte dieses Geldes muss noch ausgegeben werden. Das sitzt in den Haushalten, es sitzt in den Bilanzsummen der Regierung. Die USA ist erstklassig positioniert, um diesem Inflationssturm zu begegnen, da zu widerstehen. Okay, das klingt natürlich super sexy und super schön und sehr amerikanisch, wenn man ehrlich ist, und sehr bullisch natürlich. Aber schauen wir uns mal an. Michigan Consumer Sentiment ziemlich stark im freien Fall. Noch haben die Leute zwar sich pessimistisch geäußert, waren negativ gestimmt, aber gekauft haben sie trotzdem. Es gab also eine Kluft zwischen Taten und Worten. Aber es sieht so aus, und jetzt haben wir ja die Daten gesehen, vorher ein paar Verbraucherausgaben im Rahmen dieser PCE-Inflationsdaten rückläufig. Also da sehen wir, da ist doch eine gewisse Zurückhaltung, haben wir beim Benzinkauf auch gesehen, an der Tankstelle gesehen in den USA. Und hier sehen wir mal das real verfügbare Einkommen der Amerikaner laut Angaben der St. Louis Fed. Und wir sehen, das ist deutlich rückläufig, negativ. Das heißt, die Inflation frisst natürlich am Geldbeutel der Amerikaner und der Stimulus ist weitgehend verprasst. Das ist nach meiner Auffassung nicht richtig, was JP Morgan sagt, denn die Sparquote fällt weiter. Das heißt, es ist diese Reserve nicht mehr da, und wenn die Amerikaner weniger konsumieren, dann ist das nicht gut für die US-Wirtschaft, die so stark auf Konsum ja aufgebaut ist. Besser ist die Stimmung geworden dagegen an den Aktienmärkten. Wir sehen hier oben mal die Umfrage AAII, also da werden amerikanische Privatinvestoren gefragt. Die Stimmung war ja sehr bärisch. Das war eine der Voraussetzungen für diese Rallye mit Short-Eindeckungen. Sentimente sehr, sehr negativ. Und wir sehen jetzt, heute ist diese Umfrage wieder veröffentlicht worden, einmal die Woche, jeden Donnerstag, und wir sehen, es gibt jetzt wieder mehr Bullen als Bären, aber die Fraktion der Unentschlossenen ist sehr, sehr groß mit 40,6%. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, wenn man sich die US-Märkte anschaut nach diesem massiven Anstieg, da fehlt so ein bisschen die Kraft nach oben, weil man stark überkauft ist, aber noch auch der Wille nach unten, wirklich jetzt mal hier eine Korrektur zu zaubern. Hier unten sehen wir mal den S&P 500 Chart und kommen jetzt nochmal
nach Deutschland zurück. Heute ein Artikel in der Berliner Zeitung, der sehr, sehr gut war, weil er einfach mal klar macht, okay, wir haben einen Habeck gehabt in Katar. Habeck gesagt, wir haben Verträge. Die Katari haben gesagt, nee, geht gar nicht. Wir haben ja Lieferverträge mit anderen, vor allem asiatischen Ländern. Das können wir gar nicht leisten. Außerdem gibt es die Schiffe gar nicht, die dieses Flüssiggas transportieren. Dann haben die Amerikaner ja zugesagt, Mensch, wir schicken Gas, Flüssiggas in die EU. Aber auch das ist mehr eine Fata Morgana. Deutschland ist unvorbereitet. Man hat wahrscheinlich Notfallpläne, wenn diese Gasversorgung stoppt. Das hat man gemacht, aber viel mehr ist es auch nicht. Wenn Sie sich jetzt mal die Diskussion anschauen um Flüssiggasterminals, etwa hier im Norden in Brunsbüttel, da sind vor allem dann die Grünen dagegen aus Schleswig-Holstein. Also das ist eine riesige Geschichte mit der deutschen Verwaltung und dann Einsprüche hier, Einsprüche da. Das wird sehr, sehr lange nicht passieren, dass wir überhaupt in der Lage wären, hier Flüssiggas auch wirklich anzunehmen. Dann muss das wahrscheinlich aus Großbritannien kommen, die haben solche Terminals. Aber es zeigt, wie stark wir noch in der Vergangenheit sind, wie wenig wir den Ernst der Lage begriffen haben. Vor allem die deutsche Verwaltung, da wird irgendein Beamter eingeflogen, weil jemand auf dem Ameisenhaufen getreten ist. Es ist kein Witz und dann gibt es da eine Untersuchung und dann wird dann Bußgeld verhängt und dann werden dann Gutachter befragt. Das ist die deutsche Verwaltung in Reinkultur. Eine Art Selbstbeschäftigungstherapie habe ich in so vielen Bereichen. Im öffentlichen Dienst kriegt man das mit, wo die Leute dann ellenlange Diskussionen führen, ob eine bestimmte Sache kursiv, also schräg geschrieben werden sollte oder nicht. In welcher Reihenfolge bestimmte Dinge passieren müssen, das kriege ich in meinem persönlichen Umfeld mit bei Leuten, die da tätig sind. Man kann schlichtweg nur den Kopf schütteln. Dabei geht es jetzt um was. Wir werden Wohlstandsverluste haben. Das hat auch Mr. Habeck erkannt. Wenn wir uns hier den IFO-Index mal anschauen, dann sehen wir diesen dramatischen Absturz und normalerweise läuft IFO-Index und deutsche Wirtschaft leicht zeitverzögert parallel. Das heißt, wir müssen davon ausgehen, dass Deutschland in eine Rezession rutscht. Und die Amerikaner vielleicht auch, wenn die Fed ernst macht und die Zinsen deutlich anhebt, die Geldpolitik strafft, Bilanzsumme reduziert. Und das wird besonders interessant für den amerikanischen Immobilienmarkt. Dort steigen ja die Preise weiter, obwohl die Mortgage Rates, obwohl die Hypothekenzinsen nach oben gehen, also Kredite für Immobilienkäufe oder Zahlungen eben deutlich teurer werden. Aber die Leute wollen jetzt noch mal schnell rein, deswegen steigen die Preise. Aber wenn die Zinsen weiter nach oben gehen, dann wird das eine hochinteressante Geschichte. Das ein Artikel unter dem Video verlinkt. Der erste Artikel und der zweite Artikel ist ebenso interessant. Nämlich es geht um die Schweiz und die verschwiegenen Rohstoffhändler, die nach wie vor sehr gute Geschäfte mit den Russen machen, by the way. Manche Verträge lässt man auslaufen, aber die Schweiz ist das Paradies, in dem faktisch die Rohstoffhändler sitzen und die Rohstoffproduzenten sitzen. Denn diese Rohstoffhändler wie Glencore, die haben die halbe Rohstoffproduzentenwelt gekauft, sitzen in der Schweiz, sind dadurch an bestimmte Normen internationalen Rechts nicht gebunden, weil man ist ja neutral in der Schweiz. Also auch dieser Artikel sehr, sehr interessant, weil es die Genesis zeigt, wie konnte das alles so passieren. Zwei Artikel über die USA, Immobilienmarkt und Inflation und eben dieser Artikel über Glencore und die Schweiz unter dem Video. Ich sage jetzt erst einmal Servus und Ciao.